Willkommen zurück zu einer weiteren Runde TerraTech und ja, sagen wir mal so, ich habe hier jetzt mal ein bisschen mit Better Future rumgetestet und rumgeeiert, aber ich krieg's einfach nicht hin, das Ding richtig auszubalancieren. Also das ist jetzt sozusagen das Schlüssigste. Es fliegt, es würde auch quasi gut, Missionen schaffen, die nur für Flug sind, aber im Kampf ist das Ding halt noch nicht wirklich gut und es läuft auch noch nicht so wirklich und es eiert auch extrem rum, weil, wie man sehen kann, es ist schief. Also normalerweise müsste es jetzt gerade sein, aber es ist immer schief. Wir sind hinten zu schwer. Ich habe zwar hinten so ein paar Thruster dran, um halt die Flugquesten zu machen, aber selbst wenn ich die wieder rausnehme, dann habe ich wieder vorne Übergewicht. Ich habe jetzt extra so einen riesen Flügel hinten drauf gemacht. Nicht nur, weil es cool aussieht, sondern um einfach halt, ja, so ein bisschen mehr rauszukriegen. Aber das Problem ist auch die Stromleistung. Also wir haben hier alle Better Future Batterien, kann man sagen, verbraten. Das Problem ist aber, es reicht halt nicht. Sobald das Ding in den Kampf geht, verliert es so schnell Strom. Das ist unglaublich. Also, ja, ich werde ihn jetzt da lassen, aber er ist halt nicht wirklich geeignet. Ich habe ihn jetzt hier so ein KI-Modul noch in die Hand gedrückt. Das habe ich jetzt einfach hier oben irgendwo drauf gesetzt. Passend tut es nicht wirklich, aber naja. Damit es halt einfach dann hier, wenn es hier oben rumsteht, sich selbst verteidigen kann und nicht da einfach so in der Luft rumschwebt und, ja, stirbt quasi. So, dann nehmen wir jetzt mal lieber hier nochmal ein Fahrzeug, was wir jetzt auch benutzen können. Dich wollte ich jetzt eigentlich nicht. Wir wollen darüber. Oh, komme ich nicht? Ah, jetzt. Nämlich den ganz kleinen, der hier so ein bisschen festhängt. Merke ich gerade. Raus mit dir. Du sollst da doch nicht festhängen. So, dann drehen wir uns jetzt mal Richtung. Oh, hier ist einiges im Eimer. Ja, gut. Schleppen wir mal gleich zum nächsten hin. Wieso haben wir da jetzt noch ein... Ach, das ist ein Gegner, der da steht. Ne? Das ist ja süß. Ich komme hier noch nicht mal hoch. So. Bums und weg. Und dann könnt ihr hier einmal ins Inventar gesogen werden. Nur aus diesem Grund hast du diesen Magneten. hier sind... Ah, die Dinger nimmst du jetzt auch hoch. Ja, okay. Gut, dann fahren wir die auch nochmal rüber. Denn ich wollte nämlich jetzt einmal kurz mit euch schnell nach neuen Questen schauen. Und dann mal schauen. Geben wir mal Gas. Das ist halt unser langsamer kleiner Panzer hier. lass mich in Ruhe. Okay, du bist auch nur so klein und süß. Dann lassen wir dich nicht in Ruhe. Wir zerschießen dich ganz einfach. Wir lassen die Hölle auf dich niederregnen. Haha. So. Anti-Gravity. Okay. Nehmen wir mal an. So, haben wir sonst noch eine Mission? Scanne. Scannen wir ein bisschen schneller. Ja, so, was haben wir hier? Lieferkiste zu verschenken. Finde die Lieferkiste, okay. Jagdtrupp. Verteidige den Tech während des Angriffs. Oh. Ignitabbauer. Bau Ignitscherbe ab. Ja, das wird sich ja wohl wahrscheinlich wieder von selbst erfüllen. Denn ich glaube, Ignitscherbe, das waren die blauen. Da muss ich aber nochmal schauen. Da bin ich mir nämlich jetzt nicht so ganz sicher. Gucken wir mal hier. Was ist jetzt los? Der schießt wirklich da hinten auf meinen Tower. Ich glaube, der spinnt. Der Tower ist in Standby. Deswegen schießt er auch nicht zurück. Ja, er ist kaputt. Er ist kaputt.
Okay, warum hatte ich den denn in Standby gesetzt? Hab's vergessen. Muss mal kurz gucken, nicht das. Ah ne, erstmal hier gucken jetzt. Ne, Celestial. Ignit. Scherben. Sagt mir jetzt überhaupt nichts. Gehen wir mal hier drüben rüber. Was ist hier jetzt, Phase? Okay, da ist irgendeiner gerade direkt rein in unsere kleine Veranlagung. Ignit. Bist du Ignit gewesen? Nee, Luxe. Vielleicht finden wir das jetzt noch hier kurz raus. Was war das hier? Titan? Ignit. Was feuert ihr denn da noch? Warum feuert die Base da noch unentwegt? Was ist hier los? Weil da vorne wieder so ein großer Gegner ist. Oh. Hörst du mal auf? Meine Basis! Alter. Oh, 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 oh. Nimm die auseinander! Ah! Okay, wenn mir alle MGs anfangen zu ballern, dann, ist hier aber die Hölle am Dampfen. Jetzt haben wir uns aber hier arg beschädigt. Verloren haben wir aber eigentlich nichts soweit. Zum Glück können wir uns hier nochmal aufladen. Eieieiei. Also die Gegner, merkt man, werden schon immer stärker. Das heißt, wir müssen hier wirklich mal schauen, dass wir hier ein bisschen mehr Verteidigung aufsetzen. Damit wir hier auch unsere Ruhe haben bei dem Abbauen. So, was haben wir hier sonst noch? Lieferkiste. Finde die Lieferkiste. Verteidige den Tech. Anti-Gravity sollen wir testen. Okay, dann schiebe ich dich erstmal wieder zurück hier hinten hin. In der Hoffnung, dass das hier dann auch alles soweit passt erstmal. Gut, machen wir es mal anders. Dich hier vorne, du schießt sowieso die ganze Zeit auf irgendwas. Ah, jetzt kommt da vorne angefahren, oder was? Na warte. Dich rasieren wir jetzt einfach weg hier. Das geht ja so mal gar nicht. Und da oben ist... Ey, wie viel große denn jetzt hier sind? Das ist ja der Wahnsinn. Gut, dann verankert... das war verkehrt. Jetzt habe ich ihn schon wieder verstellt. Oh Mann, ey. So, jetzt reicht's hier. Jetzt wird der hier aus der Garage geholt. Jetzt wird hier aufgeräumt. Ein Gegner nach dem anderen hier. Ihr wollt fighten? Jetzt geht der Fight los hier. So, und weg mit dir. So, es geht ja mal gar nicht. So, dann setzen wir uns hier mal kurz hin und saugen dich ein. Na? Also passt das doch schon mal wunderbar. So, und ich müsste mal gucken, dass ich hier irgendwie nochmal ein KI-Modul einbaue, damit der sich hier vielleicht auch nochmal verteidigen könnte.
Das Schlauste wäre ja eigentlich quasi hier ein Steuerungsblock, grundlegende KI, hier mit einzusetzen. Und stattdessen dann nochmal einen Energieblock einfach so mit rein. Na, komm. So. Richtig reindrehen. Gut, haben wir zwar immer noch nicht mehr Schub, aber wir haben ja dann eigentlich quasi hier unter der Waffe noch Platz. Oder man reißt halt alles auseinander, so wie ich, ne? Das klappt halt auch. So. Energie ist eigentlich noch soweit voll. Das reicht hoffentlich auch noch aus. So, jetzt machen wir dich da hinten noch weg. So, tschüss. Das sollte jetzt einmal knallen und weg. Einmal rückwärts rumdrehen. Ich finde halt das Geräusch immer noch cool. Weil wir hier den von Better Future drin haben. Na, saug dich mal voll. Jetzt frage ich mich aber sowieso, Jägertrupp. Ach, da vorne ist die Lieferkiste. Na gut, dann nehmen wir uns jetzt mal die Lieferkiste vor. Wir brauchen sowieso viel mehr Blöcke. Ne? Habe ich das gerade richtig gesehen? Der hatte einen Raketenwerfer. Hatte der jetzt wirklich einen Raketenwerfer bei? So einen kleinen? Nee, also das war nur so ein Schleimmaschinengewehr. Mann, schade. Schade, schade, schade. Bei Raketen, da hätte ich ja jetzt schon Bock drauf. Weil die Explosivwaffen finde ich bis jetzt am stärksten. Klar, die Laser können halt auch durchgehen. Genauso wie der Plasmaschneider. Die können halt durch Schilde durch. Aber mal schauen. Bis jetzt finde ich die Explosivwaffe immer am besten. Oder noch am besten. Ein Stück zurück. Holy shit. Na gut. Wir geben euch mal ein bisschen Feuer hier. Alter, die hauen ganz schön rein. Aber wir können auch ebenso reinhauen. Alter, die kommen ja hier in einer regelrechten Armee, aber unsere Energie hält. Alter, was wir hier für ein Trümmerfeld hinterlassen haben. Wahnsinn. Aber unsere Schilde haben gehalten. Was mich ein bisschen wundert. Ja gut, wir haben jetzt auch starke Schilde gegen Explosion, die halt auch vorne recht weit ausgehen. Bedeutet ja eigentlich so viel wie, wir haben ja ein bisschen mehr Kapazität dadurch. Na, du hast schon keine Waffen mehr. Er wartet jetzt nur noch auf seine Zerstörung. Bumm! Ja, ich komme gleich zur Kiste hin. Ah, ich hänge zwar noch an meiner Verankerung fest, aber ich komme gleich zur Kiste hin. So, den einen sammeln wir da noch ein. Dann lösen wir mal kurz die Verankerung und holen uns jetzt die Kiste. So, dann wollen wir noch mal schauen hier. Wer schießt denn da jetzt auf uns? So, jetzt darf ich aber wirklich hier. Schon gesehen, wir haben irgendein neues Geschütz bekommen. Oh, das sieht aber interessant aus. Moment, bevor du jetzt hier irgendwo reingehst, will ich dich doch mal ausprobieren. Aber ich habe keinen Platz mehr auf unserem Panzer. Ja, doch hier an der Seite. Oh. Oh, du bist ja riesengroß. Okay, setze ich dich mal kurz so hin. Oh. Ist er ähnlich wie der Gatling. Auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Dann setze ich mal einen davon ab.
und kann dich dann nach zur Seite mit ausrichten. Aber er muss erst warm werden. Wollen wir hoffen, dass du deinen Turm auch drehen kannst, weil das wäre natürlich optimal. So, dann machen wir jetzt erstmal weiter. Verteidige den Tech. Wehe, wehe dir Tech. Du stellst dich wieder unterm Panzer und nimmst dir die ganzen Schüsse von uns auf hier. Weil wir uns dann nicht mehr bewegen können. So ein Käse. Ah, es wird wirklich Zeit für bessere Bewaffnung. Ah, das müsste der Tower aber eigentlich schaffen. Ah, sag ich doch. Gut. Und wir bräuchten eigentlich auch mal ein bisschen besseres Abernte-Fahrzeug. Aber auch da müssen wir schauen, weil ich würde gerne die von der Ventur diese Sachen da hier. Die Lieferkanone und die Raffinerie haben wollen. Little Elephant. Aha. Okay. Oh, hinter uns. Ey, lass mich drehen. Oh, das ist so mies. Verankerung lösen. Ah, sliden. So, und den nächsten. Okay, wir haben noch eine Minute. Alter, was sind denn das jetzt für Panzer hier? Das ist ja der Wahnsinn. Bums und weg. Zum Glück haben die gerade keine Energieballons-Dinger. So, und du kriegst auch dein Fett weg. Da kommt gleich der nächste. Und weg. Okay, einen Balken haben wir bis jetzt verloren. Noch 30 Sekunden, das heißt, da kommen noch welche. Ja gut, der war ja wirklich süß. Kannst du mal aufhören damit, Mensch, du? Das geht ja mal gar nicht. Hör auf, mich zu schuckeln. So. Nächsten. Noch 2 Sekunden. Und tschüss. So, dann können wir hier auch alles einsammeln. Auch wenn wir uns das Ganze kaufen können, aber... ja, ein bisschen Free Stuff können wir auch verkaufen, notfalls. Das wäre ja wirklich nicht das Thema. Na, hier hängt jetzt aber ein bisschen was fest. So. Ah gut, es hat sich ja auf jeden Fall schon mal gelohnt, ne? Also, so viele Items, wie wir hier jetzt gerade hochheben und nacheinander einsaugen. Jetzt muss man nur aufpassen, dass sie nicht irgendwo anstoßen. Ah, dann passt das. Na, kriegen wir den Rest da hinten auch noch hoch? Ah, dicke. Wollen wir jetzt langsam nach vorne gezogen werden? Passt das. So, was hatten wir jetzt noch? Anti-Gravity. Gehen, fahren wir einfach mal hin. Vielleicht gibt es ja noch ein passendes Gegenstück dazu, was wir vielleicht brauchen. Was war das? So. Ach nee, das ist ein Parcours, den man nur fliegend durchschafft. Das heißt, wir drehen Richtung Basis ab. Oha. Oha. Okay, Energie hat schon wieder einen Balken verloren. Der drückt aber auch rein. Aber er verliert jetzt nach und nach. Wir machen also mehr Schaden als er uns. Weil wir haben uns nochmal repariert. Aber was für ein fettes Vieh hier vorne. So, und warum konnte ich mich nicht verankern? Wo hänge ich hier drin fest?
So, jetzt geht's aber. Oder? Immer noch nicht. Okay. Ach, weil da ein Feind da hinten ist, oder was? Den lassen wir einfach ein paar Rayguns spüren und dann passt das. Ja gut, fliegender Parcours. Dann können wir ja gleich mal den Fliegenden auspacken. Ich hoffe, dass er zum Fliegen wirklich gut genug ist. Er könnte sich ja rein theoretisch auch ein bisschen verteidigen, aber halt die Waffenblöcke und die restlichen Blöcke sind mir halt total ausgegangen bei Better Future. Und ohne die kann ich halt nicht weiterbauen, weil das Problem ist, es gibt halt einige leichte Blöcke und einige sind halt schwer. Und so wie es aussieht, sind Better Future nicht alle ganz gleich leicht, sondern so Mitteldinger dabei. Ich weiß es noch nicht so. Und deswegen ist halt auch mein ganzes Ding immer so total schief. Aber na gut. Dann könnten wir aber vielleicht nochmal eine Shoppingtour machen. Was? Warum hast du dich denn jetzt verankert? Das habe ich dir gar nicht gesagt. Ja, rumgefahren hier. Und dann gucken wir auch nochmal nach Missionen. Ich glaube nicht, dass wir da noch eine haben. Ah doch, Spritztour. Die ist sogar auf Deutsch. Okay. Finde die Rabauken. Okay, Unboxing, finde die Lieferkiste und finde die Lieferkiste. Na gut, aber gehen wir jetzt erstmal ein bisschen shoppen. Heißt, wir verankern dich mal kurz. Und dann schauen wir hier doch mal rein. So, Batterie werde ich definitiv brauchen. Da kommt kein Weg dran vorbei. Hier haben wir einmal das und das werden wir auch relativ häufig brauchen. Anti-Gravity, damit ich halt ein bisschen besser ums Eck gehen kann. Erstmal schön alles einkaufen hier. So, die Dinger sind auch sehr wichtig. Damit lässt sich es besser stabilisieren. Haki-Achsenschrotflinte. Nee, dann nehmen wir lieber nochmal die Raygun und dafür ist Stufe 3 erforderlich. Haben wir noch nicht. Der Reifen sieht interessant aus, deswegen wird er mitgenommen. Das können wir auch gleich mitnehmen. Das auch, das auch, das auch. Hier von Hawkey haben wir auch noch nicht so viel. Können wir auch mal ein bisschen was mitnehmen. Jetzt geht die Shopper-Laune hier wieder los. Wird halt alles leer gekauft hier. So, haben wir sonst noch was? Wir hätten hier noch einen normalen Batterieblock. Hier, den Batterieblock können wir uns auch nochmal gönnen. Bei dem bin ich mir nicht so sicher, ob wir davon genug haben. Nehme ich einfach mal mit. Schaden tut es nicht. Und okay. Achso, entankern. So. Das Problem ist, wir kriegen momentan von denen hier noch nicht mehr so viel, also von den Ventral, nicht so viele Questen gerade. Weil damit würde sich halt so ein automatisch liefernd abbauender mit mal gut bauen. Aber ist halt immer noch ein kleines Problem. So, wir stehen jetzt in der Garage fest. Ich schau mal kurz auf den Timer, ja, eigentlich wäre schon Folgenende, deswegen machen wir jetzt hier auch schon mal ein Folgenende. Und wir fahren dann in der nächsten Folge direkt los darüber mit unserem, ja, Anti-Gravity. Mal sehen, ob ich es noch irgendwie, Moment, könnt's ja mal ausprobieren, noch jetzt in der Folge, bevor ich jetzt ausmache. Wo war's? Das war unter Energie, ne? Ne, unter Energie war's nicht. Was unter Flug? Ja, hier. Jetzt bin ich hinten zu hoch. Oh Mann. Ja, wie gesagt, das mit den Anti-Gravity, ich werde da noch nicht so schlau draus. Jetzt sind wir hinten zu leicht und vorne zu schwer. Und wenn ich hinten wieder einen rausnehme, dann ist es wieder umgekehrt. Wenn ich die vielleicht ein bisschen mehr verteile.
Ja, das kommt schon eher hin. Naja, aber wir sind immer noch ein kleines Stückchen schief. Na, richtest du dich jetzt auch wieder gerade aus? Ja, aber so ist schon deutlich besser. Ha. Muss mal schauen. Irgendwie kriegen wir das hoffentlich noch hin. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt wirklich erstmal hier den Cut und versuchen dann den Flugparcours zu machen. Also, schaltet wieder ein und bis dann.